Ich begrüße alle ganz herzlich zum dritten und letzten Web-Talk in der Reihe Kultur in ländlichen Räumen, die sich mit Zukunftsvisionen und transformatorischen Ansätzen beschäftigt hat. Wir haben über Land als Zukunftsraum gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie eben vielleicht auch im Sinne der Governance sich Verantwortungen auch von Land und Bund und Kommune aufteilen. Es gab schon einiges an Ideen für die interkommunale Zusammenarbeit. Und wir haben sehr stark auch darüber gesprochen, dass man natürlich auch die Situation vor Ort in den Blick nehmen muss, dass man sich genau auch über die jeweiligen Rahmenbedingungen eben in diesem ländlichen Raum, und ländlicher Raum ist nicht gleich ländlicher Raum, beschäftigen muss. Und deswegen ist es eigentlich nur folgerichtig, dass wir heute eben den Blick aus der kulturellen Praxis nehmen. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, auch welche Erfahrungen auch besonders eben Akteure vor Ort, Kulturangebote vor Ort in ihrer Wirkung auch im ländlichen Raum gemacht haben, was für Potenziale der Vernetzung eben aus der kulturellen Praxis berichtet werden können, aber auch über natürlich vielleicht der ein oder andere Herausforderung sprechen. Und der zweite Blick, das war so im Titel auch ein bisschen der Fokus darauf, wird sicherlich auch noch mal vielleicht in der anschließenden Diskussion nach den Inputs darum gehen, wie denn Kulturförderprogramme gewirkt haben, welche Erfahrungen da aus der Praxis beigesteuert werden kann. Und auch da können wir uns darüber unterhalten, was funktioniert gut, wovon brauchen wir mehr. Und all diese Dinge will ich heute besprechen. Und ich darf schon mal ganz herzlich begrüßen hier in der Runde mit der Regisseurin Miriam Tscholl. Herzlich willkommen mit Guido Fröse vom Nordkolleg Rendsburg und mit Dr. Kenneth Anders vom Oderbruch Museum Altranft. Also eben dreimal der Blick wirklich in die Praxis vor Ort. Ich begrüße eben unsere Zuschauer, ZuhörerInnen und diejenigen, die uns hier vielleicht schon häufiger zugeschaltet haben, wissen. Wir fragen nochmal, wir starten unsere kleine Umfrage. Aus welchem Bereich, aus welchem Arbeitsbereich Sie kommen, weil uns das immer so eine gute Einschätzung gibt. Und wir haben natürlich, weil das passt in diesem Zusammenhang, auch hinzugefügt eine Umfrage, ob Sie aus dem ländlichen Raum kommen, ob Sie da leben oder eben nicht. Das ist auch noch mal eine ganz interessante Blickrichtung, die wir heute nehmen. Und ich fordere gerne auch noch mal auf, dass Sie in den Chat reinschreiben, wo genau Sie leben oder arbeiten, aus welcher Einrichtung Sie uns hier zugeschaltet haben. Denn die Umfragetools von Zoom, die sind ja immer so ein bisschen begrenzt. Da muss man immer so holzschnittartig gucken. Aber der Chat ist gerne dafür zu nutzen, da auch noch mal genau reinzuschreiben. Genau, Ahrensburg bei Hamburg beispielsweise. Das freut uns immer sehr. Und die anderen, Sie können das dann auch ja gegenseitig noch mal schauen, wer hier mit dabei ist. Vielleicht noch mal eben dran denken, dass man einmal auf Abschicken klicken muss bei unserer Umfrage, damit ich das dann beenden kann. Gucke ich noch mal. Ah, interessant. Werden auch schon kleine Projektideen beziehungsweise die Arbeit vor Ort und die Praxis vor Ort hier ein bisschen näher spezifiziert. Wir machen das ja wie immer auch, dass wir im F&A-Kasten gerne Ihre Fragen sammeln. Ja, das ist eben das Webinarformat, bietet da nicht so viele Möglichkeiten, aber der F&A-Kasten, den werden wir nachher in der Diskussion gerne hinzuziehen. Ich darf auch jetzt schon mal ankündigen, dass später zur gemeinsamen Diskussion die Christine Wingert vom Institut für Kulturpolitik uns auch noch auf dem Podium sozusagen verstärken wird, die ja auch vor allem für diese Reihe der Kultur im ländlichen Raum verantwortlich zeichnet. So, dann mache ich mal Schluss hier mit der Umfrage, damit wir weiterkommen. Und wir sehen wieder, dass ein Großteil aus Kultureinrichtungen uns hier zugeschaltet ist und im
Chat steht auch schon ein bisschen genauer, auch aus welcher Richtung. Kulturelle Bildung ist auch gut vertreten hier. Kulturverwaltung auch, das ist etwas, was sich in den letzten Web-Talks gezeigt hat. Ich darf nicht vergessen, die Ergebnisse auch für alle freizugeben. Und auch in der Frage ländlicher Raum oder nicht, wo leben Sie? Da sind 37% tatsächlich aus dem ländlichen Raum, 35 nicht und 28 sagen teilweise. Gibt ja auch Modelle, wo man vielleicht im ländlichen Raum arbeitet und dann woanders lebt. Vielen Dank für diesen Einblick in unser Publikum und dann geht es auch schon weiter zu den Inputs und wir fangen an mit Guido Fröse, der auch als Leiter natürlich des Nordkolleg Rendsburg, habe ich ihn ja schon angekündigt, ganz besonders im Rahmen der kulturellen Bildung auch in Schleswig-Holstein wirkt. Er ist Kulturmanager, aber auch von Haus aus Jurist und hat lange Jahre das Kulturbüro im Münsterland geleitet, also auch nochmal eine ganz andere Region, auch diese Ankerpunktfunktion da vielleicht auch nochmal an Erfahrungen für heute ganz interessant. Und Sie sind unter anderem auch Vorstand im Kompetenzzentrum Musikalische Bildung in Schleswig-Holstein, also in ganz vielen unterschiedlichen Funktionen überblicken Sie sozusagen auch das Feld der Kulturakteure im ländlichen Raum und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und übergebe Ihnen das Mikrofon, Herr Fröse. Vielen Dank, Frau von Heil, auch für die Ankündigung. Ja, ich habe gesehen, im Chat sind viele Kolleginnen und Kollegen aus Schleswig-Holstein hier und aus anderen Bundesländern, die ich gut kenne und ich möchte gerne heute einen Ausschnitt der Arbeit zeigen, nämlich ein Projekt, in dem ich finde, dass verschiedene Förderinstrumente ganz gut ineinander greifen, und zwar ein Förderinstrument des Bundes mit einem Förderinstrument des Landes, als auch ein regionales und lokales Förderinstrument, die eine transformatorische Wirkung haben bei uns. Und ich teile dafür einmal eine Präsentation in der Hoffnung, dass sie für alle zu sehen ist. Und das Projekt heißt Kreiskultur, gemeinsam Zukunft gestalten. Und das ist gefördert oder initiiert, sagen wir mal so, aus der Kulturstiftung des Bundes, aus dem Programm TRAFO, Modelle für Kultur im Wandel, genauer gesagt TRAFO 2, also die zweite Projektphase in einem großen TRAFO-Programm. Und wir haben begonnen mit einer Entwicklungsphase in 2019. Angesprochen sind in diesem Programm Regionen, die vom demografischen Wandel betroffen sind, negativ vom demografischen Wandel betroffen ist, das heißt mit einer gewissen Landflucht zurückgehender Bewohnerzahlen. Und angesprochen sind gleichzeitig die dort befindlichen, hauptamtlich geleiteten, öffentlich geförderten kulturellen Institutionen, die sich in dieser demografischen Wandellage anpassen sollen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde, ich komme gleich noch dazu, ist einer der flächengrößten Kreise der Bundesrepublik und mindestens aber Schleswig-Holsteins. Und hier im Kreis gibt es 12 öffentlich geförderte, hauptamtlich geführte Institutionen. Und wir sind mit denen zusammengekommen in einer sogenannten Entwicklungsphase. Diese Entwicklungsphase ist für viele Projekte bundesweit gefördert worden. Es ist ein einjähriger Prozess, den wir ungefähr in einem halben Jahr durchgemacht haben für uns. Und wie fängt man an, wenn man mit 12 Institutionen grundsätzlich zusammenkommt? Man landet relativ schnell beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist für eine kulturelle Perspektive nicht gut. Wir sind dann umgeschaltet vom kleinsten gemeinsamen Nenner auf ein Big Picture. Das heißt, mal ganz losgelöst von der Frage, was bewegt uns unsere Kulturinstitutionen in dieser Zeit, mit der Frage, was bewegt eigentlich die Menschen, die hier bei uns in der Umgebung wohnen. Das sind immerhin 180.000 Menschen, die hier im Kreisgebiet wohnen. Welchen Wert haben wir für die? Welche Ausgangsposition haben wir für die? In welchen gesellschaftlichen Transformationsprozessen befinden die sich gerade? Und was kann Kunst und Kultur in diesem Prozess beitragen? Das war unsere Ausgangsposition und wir haben daraufhin mit einer Arbeitsmethode gearbeitet, die Co-Kreation heißt. Ich glaube, damit waren wir 2019 auch relativ früh und haben Co-Kreation, ich komme aber gleich nochmal dazu, wie wir das genau machen, benutzt als Methode und deshalb sehen Sie hier
diese vielen bunten Karten, die dann mal nicht an Wänden hängen, sondern auch mal auf dem Boden liegen. Und wir haben viel gespielt und sind zusammengekommen. Übrig geblieben von den 12 Institutionen sind 5, die letztlich den Antrag eingereicht haben, die den Juryprozess durchgemacht haben und die dann mit ein bisschen Glück auch bewilligt wurden. Das ist neben dem Nordkolleg Rendsburg als Akademie für kulturelle Bildung, die Rendsburger Musikschule, die Rendsburger Volkshochschule, das Landestheater Schleswig-Holstein und die Landesmuseen Schleswig-Holstein, die einen Teil der Museen eben im Kreisgebiet haben. Ja, was passiert da eigentlich? Wer ist Kreiskultur? Ich habe die fünf Projektpartner gerade schon benannt. Mit dabei ist die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde. Und gefördert wird das Projekt über die Kulturstiftung des Bundes, aber auch vom Land Schleswig-Holstein und vom Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bemerkenswert ist, dass alle Fördermittelgeber der Institutionen vorab für 4 Jahre lang bestätigen mussten, dass keine dieser Institutionen in den laufenden Jahren gekürzt wird. Es hat also eine ganze Menge politische Beschlüsse gegeben, die ineinandergreifen mussten. Und schon dafür und schon diese Entwicklungsphase hat uns sehr stark zusammengebracht. Wir haben in diesem Projekt ein Team. Das Team sind Transformationsmanagerinnen, Transformationsmanager, die in jeder Institution da sind, mit jeweils einer halben Stelle in den einzelnen Einrichtungen. Und das Nordkolleg ist Projektträger für dieses Projekt. Deshalb haben wir nochmal 2 halbe Stellen, Projekt- und Teamkoordination und Projektadministration. Und diese 5 Transformationsmanagerinnen in den Institutionen haben also einerseits die Aufgabe, den Transformationsprozess, den wir durchlaufen, innerhalb ihrer Institution umzusetzen, als auch mit allen zusammen in den ländlichen Raum, in die Umgebung, die wir haben, zu gehen. Wie das stattfindet, zeige ich Ihnen gleich. Das ist also unsere Aufgabe, Kreiskultur, so heißt das Projekt, entwickelt das Zusammenleben in Gemeinden weiter. Da geht es nicht gar nicht mal um die Kunst und Kultur in den Regionen, sondern es geht um das Zusammenleben im weiteren Sinne, über das, was die Menschen in den Gemeinden bewegt. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das kann auch mal mit Kunst und Kultur zusammenhängen, aber es sind in der Regel doch andere kommunikative Herausforderungen, geografische Herausforderungen, die mit der allgemeingesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben. Und dazu nutzen wir die Mittel von Kunst und Kultur. Und unser Ziel ist zu zeigen, dass man mit Kunst und Kultur auch gesamtgesellschaftliche Herausforderungen herangehen kann. Und die Entwicklung erfolgt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde und nicht nur mit Ämtern oder Institutionen, sondern auf allen Ebenen. Und das machen wir in Form der Co-Kreation als Handwerkszeug. Sie wissen, dass es die, sagen wir mal, weiteste Form von Beteiligungsprozess ist, die noch über eine Partizipation hinausgeht, weil man auch bei der Themenfindung erstmal zusammenarbeitet. Dafür gibt es einen Prozess und der ist intensiv. Es werden gemeinsam Dinge, Projekte und Formate erschaffen und man begegnet sich vor allem auf Augenhöhe. Und wir wissen vor allem Prozess in einem Dorf eigentlich nie genau, was uns erwartet an dieser Stelle. Das sind mal die allgemeinen Dinge und Ziel ist der Förderung der Kulturstiftung des Bundes, ist es, kulturelle Institutionen so zu verändern, dass sie ländliche Räume und die Anliegen der Menschen in der Region mehr in den Fokus nehmen und somit zur Stärkung deren Kultur und Infrastruktur beitragen. Wir sind jetzt ungefähr in der Halbzeit dieses Projektes und wir nehmen als Kulturinstitution schon echte Veränderungen wahr. Allein schon die Tatsache, dass wir außen ko-kreativ arbeiten, heißt, dass wir diese Methode auch im Haus umsetzen. Hier ist auf der Arbeitsebene passiert hier ganz viel, dass das früher Leitungsentscheidungen gewesen sind, sind jetzt kollektive Entscheidungen, die hier getroffen werden. Es kommen Menschen in unsere Institutionen, die vorher nicht gekommen sind. Das sind alles schon vorweggenommene Ergebnisse jetzt. Ich zeige Ihnen aber nochmal, was wir eigentlich konkret machen. Denn wir gehen mit diesem Projekt in Dörfer, hier im Kreis Rendsburg-Eckernförde, mitten in Schleswig-Holstein. An der Ostseeküste sieht man die Landeshauptstadt Kiel, nochmal im Südosten. Und Eckernförde liegt dort mit. Rendsburg ist mitten in diesem roten Fleck, der getrennt wird durch den Nord-Ostsee-Kanal, den man hier sieht, und eingebettet zwischen Nordsee und Ostsee. Und das sind die Dörfer, die Orte, in denen wir bisher schon gearbeitet haben. Auch da sind stadtrandnahe Bereiche mit dabei, aber auch Dörfer, die tatsächlich im westlichen Bereich des Kreisgebiets liegen, wo
die Bevölkerungsstruktur schon relativ ausgedünnt ist. Wir gehen in dieser Route, die nennen wir Route in Dörfer. Ich zeige Ihnen gleich, das ist die Corona-Route. Ich zeige Ihnen gleich mal die richtige Route, die wir gehen. Und zwar bewerben sich die Dörfer beim Projekt Kreiskultur für einen solchen Prozess. Es findet dann ein Interview statt in diesem Ort. Es müssen immer mehrere Beteiligte aus einem Ort sein, die hier sich bewerben. Es gibt dann eine Jury. In der Jury sind Vertreterinnen aus Kunst und Kultur, aber auch des Landes, des Kreises und weiterer Institutionen, die diese Orte dann für den weiteren Prozess aussuchen. Dann findet ein Kennenlernen statt. Dann gibt es eine erste Etappe des Mitmachens, zu dem die Bevölkerung eingeladen wird. Und das findet statt im Rahmen eines Pop-up-Cafés. Unsere These ist ja, Augenhöhe beginnt bei einer Tasse Kaffee. Und das ist in der Regel so und wird gut wahrgenommen. Das kann aber auch mal eine Bratwurst sein oder ein Kaffee oder was anderes. Es sind auf jeden Fall immer gesellige Anlässe, auf die dann ein kreativer Auftakt folgt. Das sind künstlerische Interventionen, die da stattfinden, die aus den Vorgesprächen entstanden sind. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es ist in der Corona-Zeit ist mal ein Kochbuch entstanden eines Dorfs mit ganz vielen unterschiedlichen Rezepten, oder es sind Tonfiguren gemacht worden mit, also Tongestalten, die dann anschließend aufgestellt worden sind. Ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler haben wir dort, die diese künstlerischen Interventionen durchführen. In einer zweiten Etappe geht es dann darum, selber zu machen. Und da findet eine ko-kreative Kulturwerkstatt statt, immer nach demselben Muster. Aus dieser ko-kreativen Kulturwerkstatt ergibt sich im Prinzip die Herausforderung und die Frage, wie möchte man an diese Herausforderung gehen. Und das passiert dann in einer weiteren Etappe des Weitermachens und Selbermachens, nämlich mit Kulturwochen. Und das sind dann die Kulturprojekte. Da gibt es ein großes Portfolio möglicher Projekte, aus denen man auswählen kann, oder es entstehen eigene Projekte. Und in die Umsetzung dieser Kulturwochen sind dann auch die 5 Institutionen. Ich sage es nochmal, die Musikschule, die Volkshochschule, das Nordkolleg, das Landestheater und die Landesmuseen tatsächlich mit ihrem Personal oder mit einem erweiterten Kreis aus Expertinnen und Experten involviert. Das heißt, wir kommen sozusagen in Anführungszeichen als Problemlöserinnen oder mindestens Bearbeiterinnen in die Dörfer. Und in vielen Fällen ergibt sich dann eben aber auch ein Rücktransfer sozusagen in die Institution. Und das ist das, was das Ganze sehr bereichert. Ja. Und das ist schon die Präsentation, die ich Ihnen zeige. Ich stoppe mal die Freigabe, sage Ihnen aber gerne nochmal, wo das jetzt ineinander greift. Das Land Schleswig-Holstein hat ja auch eine Kulturpolitik für die ländlichen Räume, die sich seit der vorletzten Legislaturperiode dadurch abzeichnet, dass wir Knotenpunkte im Land eingerichtet haben, die sich nicht auf Kreisgrenzen beziehen, sondern die eher kompetenzorientiert, aber verteilt über das Land sind. Die Zielsetzung war ursprünglich, kulturelle Infrastruktur im Land zu stärken. Die These war, wir müssen sie aber mindestens erhalten, und dazu gibt es Kooperationsformen, die dann vor Ort entstehen. Davon gibt es 7 im Moment in Schleswig-Holstein. Und die Idee des Landes ist es, diese Ergebnisse, die wir aus dem Kreiskulturprojekt zwischenzeitlich immer wieder ermitteln und evaluieren, zu übertragen und über die Kulturknotenpunkte in andere Regionen zu tragen. Und das ist der Prozess, der sozusagen parallel läuft, während der Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes, das zu übertragen. Und gleichzeitig nehmen Kreise wahr, wie die Zusammenarbeit in Dörfern funktioniert. Und wir sind schon jetzt in guten Fortsetzungsgesprächen dafür, was passiert, wenn dieses Projekt hier die Förderung ausläuft, nicht das Projekt, sondern die Förderung, die Kulturstiftung des Bundes ausläuft. Und dann greifen die Dinge ineinander. Dann kommt die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde, der Kreis Rendsburg-Eckernförde selbst und die beteiligten Kommunen steigen ein. Vieles flankiert sich. Das Kultursommerprogramm des Bundes hat auch sozusagen das Trafo-Projekt flankiert. Und wir sind als 5 Kulturinstitutionen so weit zusammengewachsen, trotz der unterschiedlichen Größe, die wir haben, also vom großen Tanker mit ein paar hundert Mitarbeitenden bis hin zur Musikschule mit wenig hauptamtlich Beschäftigten, so stark zusammengewachsen, dass wir als Konsortium, wir haben also einen Konsortialvertrag, der unsere Zusammenarbeit regelt, als Konsortium schon
an anderen Themenfeldern arbeiten. Und das ist eine unheimlich bereichernde Entwicklung. Wir werden jetzt, und das erfreut mich besonders, diese 5 Kulturinstitutionen zusammen ein integriertes Klimaschutzmanagement bekommen für die nächsten Jahre, wo wir uns also Klimaschutzthemen gemeinschaftlich widmen können. Und genauso ist die Zusammenarbeit auch im Fall der Digitalisierung geplant. Und das ist, ich finde, das ist ein ganz gelungenes Zusammenspiel unterschiedlicher Fördertöpfe. Und diese Entwicklungsphase, schon alleine diese Entwicklungsphase der Kulturstiftung des Bundes ist so eine gute Idee, weil sie uns richtig auf eine gut basierte Zusammenarbeit gebracht hat. Und nur auf der konnten wir eigentlich diesen Förderantrag abgeben. So, und ich glaube, dass meine Sprechzeit auch abläuft. Ich sehe Frau von Heijden. Perfekt, und perfekt. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Fröse. Das war super spannend und hier rappelt es schon im F&A-Kasten, sage ich mal. Wir machen das hinterher nochmal auf, beziehungsweise es geht auch darum, so Fragen wie genau läuft denn so eine kreative Werkstatt ab? Das würde, glaube ich, heute so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber es gibt ja immer die Möglichkeit, Sie auch zu kontaktieren. Die Folien, will ich nur sagen, Herr Fröse, ne, wir stellen die meistens dann im Nachgang auch nochmal zur Verfügung. Das war auch eine Frage, die sofort kam. Und wir merken natürlich, dass Sie alle auch Bedarf haben an Good Practice und dann eben die Erfahrung dann vielleicht auch noch tiefer gehen in dem Kontakt mit Herrn Fröse, der ja sicherlich für sowas auch ansprechbar ist, wenn man da nochmal alles genauer wissen will. Genau, Kreiskultur.org auch nochmal rein. Ich hatte die Webseite vom Nordkolleg reingepackt, aber da gibt es auch nochmal spezifischere Hinweise. Und wir gucken gleich mal, was wir noch in der gemeinsamen Diskussion aufnehmen und was sich vielleicht auch aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Inputs ergeben wird. Denn wir gehen jetzt weiter zu einem weiteren Good Practice, einer weiteren Arbeit im ländlichen Raum, die uns Dr. Kenneth Anders vorstellen wird, der ja der Programmleiter des Oderbruch-Museums Altranft ist und da auch nochmal so eine ganz interessante, auch ein Werkstattprojekt in diesem Zusammenhang uns vielleicht ein bisschen näher bringen kann. Er ist Kulturwissenschaftler und hat auch lange als Journalist gearbeitet. Er hat einen Verlag auch 2011 gegründet und ist mit Lars Fischer zusammen im Büro für Landschaftskommunikation aktiv. Also ganz viele unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven, wie eben Kulturarbeit im ländlichen Raum geht. Und ich bin ganz gespannt, was Sie uns aus Ihrer Erfahrung berichten. Das Mikrofon gehört jetzt Ihnen, Herr Anders. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass ich Ihnen einigermaßen anhand unserer Geschichte greifbar machen kann, welchen Prozess wir durchgemacht haben oder in welchem wir auch noch stehen. Es sind überwiegend Fotos, die Eindrücke von der Arbeit und vom Arbeitsprozess geben. Und hoffe, dass wir auf diese Weise uns auch letztlich den Förderstrukturen ein wenig nähern können. Erstmal zu dem, was eigentlich am Anfang stand. Es handelte sich auch bei uns von 2016 bis 2020 um ein Trafo-Projekt. Wir gehörten also zur ersten Runde von Trafo. Und zwar, weil der Transformationsbedarf sich in unserem Falle ganz konkret an eine Institution richtete. Es handelte sich um ein Freilichtmuseum im Osten Brandenburgs, im Oderbruch, das allerdings nicht unbedingt auf den Oderbruchraum zugeschnitten war, sondern eher ein repräsentatives Gutsbauerndorf in Nordostbrandenburg darstellen sollte. Sie sehen hier einige der Gebäude, die zu diesem Museum gehörten. Eins davon eigentlich historisch vielleicht sogar das Wichtigste, in keinem guten Zustand mehr. Ansonsten aber der Sanierungszustand der Gebäude ganz in Ordnung. Aber hier haben Sie mal eine Vorstellung davon, wie es in dem Museum aussah. Es war nach einigen Jahrzehnten noch mehr oder weniger zur Ermüdung gekommen, was auch damit zusammenhing, dass es kein Freilichtmuseum war, in dem Sinne, wie man es heute in den meisten Standorten kennt, nämlich als eine Gebäudesammlung auf einem Gelände, sondern wir hatten In-situ-Gebäude, die sich über ein ganzes Gelände verstreuten, über ein ganzes Dorf
Und das Dorf suburbanisierte sich in der Zwischenzeit, vor allen Dingen in der Nachwendezeit, sodass sich der Gebäudezusammenhang gar nicht mehr so ohne weiteres für die Menschen erschloss, die das Museum aufgesucht haben. Wir hatten also eine sehr, sehr schwierige Sammlung zu übernehmen und auch einen Ausstellungsrundgang, der relativ starr war und sich nicht mehr weiterentwickelt hatte. Die Grundidee, die wir daraufhin entfaltet haben, bezieht sich darauf, eine Kulturinstitution zu entwickeln, die der Selbstbeschreibung des Oderbruchs dient, die also das Ziel hat, die Menschen in der Region zu involvieren in einen Prozess, in dem ein Bild entstehen soll und in dem von der eigenen Landschaft und in dem auch ein Wissen von der eigenen Landschaft gemeinsam erzeugt wird. Und da haben wir uns durch verschiedene Schichten durchgewühlt. Die erste war die Sammlung. Das ging nicht anders. Wenn man eine Sammlung übernimmt, muss man sich erstellen. Das war eine relativ große, vor allen Dingen auch penibel inventarisierte Sammlung. Und wir haben gemeinsam mit Michael Fehr vom Museum der Dinge in Berlin diese komplette Sammlung einmal in den Ausstellungsräumen ausgestellt und präsentiert und versucht, mit den Oderbrüchern ins Gespräch zu kommen über das, was diese Sammlung an Aussagekraft hat. Und was eigentlich an Raumbezug auch aus der Sammlung herauszuholen ist. Und hier haben Sie mal einen Blick in einer überhöhten Höhendarstellung auf dieses Oderbruch. Es ist also ein spezifischer Raum mit einem sehr eigenartigen Wassersystem, mit 1200 Kilometern Entwässerungsgräben, mit Schöpfwerken, mit Deichen, Sielen, eigentlich eine große Landschaftsmaschine, könnte man fast sagen, die diese Polderlandschaft am Leben hält. Und das Ganze ist ein Produkt der preußischen Melioration im 18. Jahrhundert. Also es ist eine in sich sehr klar abgegrenzte und eigenartige Kulturlandschaft. Und alles, was wir tun in dieser Einrichtung, soll fortan der Beschreibung und dem Verständnis dieser Landschaft dienen. Und damit ist auch klar, dass die Geschichte nicht aus dem Blickfeld rückt, aber dass wir doch sehr, sehr stark eine Gegenwartskulturinstitution sind, die sich den heutigen Fragen der Landschaft stellt und die ihre kulturelle Produktion in den Dienst der Regionalentwicklung stellt. Um das nochmal zurückkommend auf die Sammlung auch zu untersetzen, haben wir verschiedene Räume entwickelt, in denen Sammlungsgut in seinem Landschaftsbezug verhandelt werden kann. Hier sehen Sie einen dieser Räume und überhaupt kann man sagen, dass die Räume in dem Museum sich so entwickelt haben, dass sie ganz klar jeweils den Charakter auch von Sammlungen haben. Das heißt, es sind weniger Ausstellungen, in denen didaktisch zu den Themen etwas gesagt wird, sondern es sind Sammlungen, in denen sich die Besucher selber, durch die sie sich selber navigieren können und die ihnen die Möglichkeit geben, selber den faszinierenden Vorgang der Aneignung eines Raumes durch die Sammlung nachvollziehen können und ihn schöpferisch quasi für sich selbst auch reproduzieren können. Das wichtigste inhaltliche und künstlerische Standbein, das wir im Kontext von Trafo entwickelt haben, sind Jahresthemen. Wir sprechen zu den Jahresthemen Landwirtschaft, Baukultur, Naturschutz haben wir gerade aktuell, ländliche Gesellschaft, Wasser, was auch immer, im nächsten Jahr Jugend mit 20 bis 30 Menschen in der Landschaft, die dazu etwas sagen können, die ein Erfahrungswissen dazu haben und entwickeln daraus unsere jeweiligen Ausstellungen, unsere Inhalte, unsere Gespräche und auch Theaterstücke, also versuchen uns in verschiedenen Medien. Und wenn Sie das Museum besuchen, können Sie auch erkennen, dass die Menschen und das, was sie mitzuteilen haben, in dem Museum schrittweise sich niederschlägt, zumal es in den jeweiligen Jahren auch vielfach diskutiert wird in allen möglichen Formaten. Die Jahresthemen schließen wir ab mit Büchern, in denen die Texte, die im Zuge dieser Befragung entstanden sind, nochmal versammelt sind. Und diese Texte sind eigentlich auch das wichtigste inhaltliche Bindeglied zwischen denen, die den Input in die Jahresthemen geben und uns als Museum. Damit endet sozusagen dieser Zyklus jedes Jahr. Das zweite sehr wichtige Netzwerkprojekt, mit dem wir vielleicht die größten sichtbaren Erfolge erreichen konnten, ist das Projekt Kulturerbe Oderbruch. Es basiert auf inzwischen 40 Kulturerbeorten in der ganzen Region. Das sind sehr, sehr verschiedene kleine Heimatstuben, Dorfmuseen, aber auch Denkmale, wichtige Landschaftselemente, Baumalleen und so weiter, auch Schöpfwerke, also jeweils Orte, die einen erzählerischen Beitrag für eine gemeinsame landschaftliche Erzählung leisten. Und dieses Netzwerk wird durch unser Museum koordiniert und
jeder Kulturerbeort wird durch Menschen repräsentiert, die etwas eintragen in diese gemeinsame Netzwerkarbeit. Jeder Kulturerbeort hat so eine Strichzeichnung, mit der eigentlich zum Ausdruck gebracht werden soll, wofür steht der Ort, welche Anmutung hat er, welche Geschichte erzählt er. Wir geben jährlich einen Reiseführer raus, der diese Kulturerbeorte gemeinsam präsentiert und vorstellt und haben wiederum bei uns im Museum dann auch wieder im Charakter einer Sammlung einen Raum, in dem diese einzelnen Orte nochmal so ein kleines Schränkchen haben, so einen Schrein, häufig von Künstlerinnen aus der Region gestaltet, aber immer in Zusammenarbeit mit diesen Kulturerbeorten. Gemeinsam mit diesem Netzwerk haben wir uns beworben bei der Europäischen Union auf das Europäische Kulturerbesiegel, eine relativ junge Auszeichnung, bei der wir das Glück hatten, sie in diesem Sommer auch zu erlangen. Wir konnten uns also in Brüssel diese Auszeichnung abholen und sind damit die erste Kulturlandschaft, die es geschafft hat, diese Auszeichnung zu erlangen, sehr zur Freude der vielen Akteure, die bei uns an diesem Netzwerk mitwirken. Hier nochmal ein Blick in diese einzelnen Schränke. Das sind im Prinzip wie so kleine Mikrokosmen, mit denen wir zeigen wollen, dass jeder Ort auch seine eigene Basis hat und seine eigene Kreativität hat. Wir haben also nicht versucht, dem Ganzen eine einheitliche Form zu geben, sondern in den Heimatstuben, in den Dorfmuseen sind nach wie vor diejenigen aktiv und geben dem auch das Gepräge, die Initiativen dort gestartet haben. Die Orte werden ausgewiesen mit diesen Plaketten. Dazu gibt es immer auch kleine Feierlichkeiten. Und der wichtigste körperschaftliche Gewinn besteht sicher darin, dass alle Kommunen im Oderbruch, die sich über zwei Landkreise erstrecken, die meisten im Landkreis Märkisch-Oderland, einige aber auch im benachbarten Landkreis Barnim, eine kommunale Arbeitsgemeinschaft gegründet haben. Das ist sowas Ähnliches wie ein kommunaler Verein nach brandenburgischer Kommunalverfassung mit eigenem Vorstand und eigenem Haushalt. Und diese Kommunen haben sich im Anschluss an die Trafo-Phase entschieden, dieses damit einhergehende Kulturprojekt gemeinsam zu finanzieren. In unterschiedlichen Anteilen. Die Dörfer zahlen natürlich weniger als die Städte, die wenigen Städte, die wir im Oderbruch haben. Aber alle geben etwas dazu und zahlen auch einen Pro-Kopf-Beitrag. Drittens oder viertens eigentlich Sammlung, Jahresthemen, Kulturerbe. Viertens kommen wir natürlich in den Bereich der Bildung und des Spiels. Hier sehen Sie mal eine Murmelbahn, in der man die Fließwege des Wassers im Oderbruch nachvollziehen kann. Bildung machen wir in drei verschiedenen Formen. Einmal durch Werkstattangebote bei uns am Haus. Das richtet sich überwiegend an Schulklassen und Gruppen. Dann aber auch durch Regionalprojekte, die an den verschiedenen Standorten im ganzen Oderbruch, vor allen Dingen an den Schulstandorten mit Kindern und Jugendlichen realisiert werden. Da entstehen sehr verschiedene Produkte, Podcasts, Filme zu den Kulturerbeorten. Und wir versuchen, die Schulen in einen Horizont hineinzunehmen, den wir landschaftliche Bildung nennen. Und landschaftliche Bildung ist kurz gesagt kulturelle Bildung mit Raumbezug. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, didaktisch die Elemente des eigenen Raums an Kinder und Jugendliche zu vermitteln, sondern sie dabei zu unterstützen, sich selber den Raum in verschiedenen Medien mit verschiedenen kreativen Formen anzueignen. Das komplexeste Projekt greift nochmal das Sammeln auf. Hier sehen Sie eine Sammlung, die im Projekt Heimatarbeit entsteht, wo jedes Jahr Jugendliche der 8. oder 9. Klasse, meistens der 8., in 4 Schulen im Rahmen von Wirtschaft, Arbeit, Technik von diesem Fach etwa 100 Wirtschaftspartner in der Region aufsuchen, von der Künstlerin bis zum Tierarzt, vom Krautbaggerfahrer bis zum Landwirt und sie befragen nach dem, wie diese Menschen in der Landschaft leben, wie sie ihr Leben organisieren, womit sie ihren Erwerb sichern, aber auch inwiefern sie subsistenzwirtschaftlich noch tätig sind oder sich in irgendeiner Weise für den Raum engagieren im Gemeinderat oder wie auch immer. Und da aus diesen Befragungen bringen die auch Sammlungsobjekte mit, sogenannte Mitgebsel, und stellen diese Objekte dann hinterher auch im Museum aus. So viel zu diesem kurzen Rundumschlag. Und vielleicht wird Ihnen dadurch einigermaßen einsichtig, wie wir versuchen, den Landschaftsraum Oderbruch in das Museum zu bekommen und ihn dort sichtbar zu machen, wie wir aber auch umgekehrt in den Raum gehen und versuchen, im Raum selbst durch Kulturprojekte wirksam zu werden und möglichst viele Menschen in unsere Arbeit einzubeziehen.
im Sinne einer immer verdichteteren Erfassung und Beschreibung unseres gemeinsamen Landschaftsraums, der sich öffnet, der sich weiterentwickeln soll, der aber als Basis eine gemeinsame Beschreibung von dem haben soll, was wir hier miteinander teilen. Hier sind nochmal die Kinder zu sehen beim Film eines Films über einen Kulturerbeort. Und vielleicht noch ein abschließender Punkt zur Finanzausstattung. Ich hatte ja gesagt, der entscheidende Impuls für die Erneuerung dieses Museums war die Kulturstiftung des Bundes mit dem Trafo-Programm. Allerdings hat auch der Landkreis weiter die Grundförderung für dieses Museum ermöglicht. Und wir hatten noch das Glück, für unsere Bildungsprojekte eine mehrjährige Förderung der Schweizer Drosos-Stiftung zu bekommen. Das Land Brandenburg und die anderen Kommunen waren am Anfang gar nicht oder nur sehr geringfügig beteiligt. Und in der Zeit nach der Trafo-Förderung war natürlich die Frage, lässt sich dieses recht komplexe Arbeitsgefüge, was wir aufgebaut haben, erhalten? Und vorerst scheint das gelungen. Wir haben also für weitere 5 Jahre einmal eine weitere Förderung des Landkreises. Sie sehen, die ist etwas gestiegen. Wir haben aber vor allen Dingen die Möglichkeit bekommen, im Rahmen eines Programms des Landes Brandenburgs für regionale Ankerpunkte im kulturellen Bereich eine Förderung unserer Jahresthemen zu erhalten. Und auch wenn dieser Balken nicht so hoch ist, er scheint uns doch sehr wichtig. Die Kommunen beginnen sich eben in erwähnter Weise an diesem Projekt zu beteiligen. Und wenn man so eine Basis hat, gelingt es eben auch, sonstige Drittmittel einzuwerben. Ja, wir können das nachher vielleicht noch vertiefen, so viel als kurzer Rundumschlag zum Projekt Oderbruch-Museum Kulturerbe Oderbruch. Danke Ihnen. Super, vielen Dank, Herr Anders. Genau, wir vertiefen das bestimmt und vor allem ist es ganz interessant, jetzt auch nochmal zu sehen, die unterschiedlichen Lösungen, aber es gibt auch viele Dinge, mir ist aufgefallen, die Karte, die Reiseidee, ne, dass man da wirklich eben auch durch das Land reist, das finde ich sehr schön auch visualisiert, wo die Punkte sind. Mapping, auch ein interessanter Aspekt, eben sowas auch in Co-Creation-Idee mitzumachen. Machen. Also da gibt es sicherlich einiges, was wir gleich auch nochmal aufgreifen werden und wie gesagt, wir sammeln auch gerne nochmal Nachfragen, auch vielleicht zu eben diesen speziellen Förderkombinationen, die Sie da eben am Ende nochmal gesagt haben. Aber jetzt geht es dann zum dritten Input, der von Miriam Scholl kommt und auch nochmal einen neuen Ansatz, eine andere Region uns näher bringt. Sie ist als Kulturwissenschaftlerin in der ästhetischen Praxis in Hildesheim auch groß geworden sozusagen, hat da lange am Institut für Medien und Theater als künstlerische Mitarbeiterin gearbeitet und arbeitet seit 2004 als freie Regisseurin. Ihre Theatergruppe Werkgruppe 1, mit der sie eben einige Projekte umsetzt, ist da auch zu nennen. Und sie haben am Staatstheater in Dresden die erste Bürgerbühne Europas mitbegründet. Das ist auch nochmal ganz spannend und haben 2020 den Förderpreis der Stadt Dresden erhalten. Das auch nochmal sozusagen für solche Projekte von der Seite auch der Bepreisung etwas dann übergegangen ist. Sie werden uns sicherlich jetzt auch noch mal in das Projekt X Dörfer mit hineinnehmen. Da tue ich auch gleich noch mal den Link. Und Sie haben jetzt das Wort, Frau Scholl. Einmal noch das Mikrofon anmachen. Ah. Ganz schlecht. Hallo, grüße Sie. Vielen Dank. Ja, ich stehe hier als Praktikerin vor Ihnen mit dem Schwerpunkt Partizipation, möchte das Projekt X Dörfer vorstellen. Das läuft allerdings erst ein Jahr. Strukturell ist das Projekt an die Bürgerbühne des Staatsschauspiels angebunden. Ich bin selbst mittlerweile freiberuflich. Das Projekt ist quasi ein Satellitenprojekt der Bürgerbühne dort und die Infrastruktur des Hauses wird dafür sehr wenig genutzt. Und die Gelder sind zusätzliche Haushaltsgelder der Landesregierung, die einen Träger für dieses Projekt gesucht haben und das Staatsschauspiel Dresden in diesem Zuge angefragt haben. Ich hatte die Projektidee damals im Rahmen der gescheiterten Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Dresden eingebracht.
Soweit zur Genese. Ganz kurz zum ländlichen Raum in Sachsen. Ich habe da keine tragfähige Bestandaufnahme über Sachsen, aber klar ist, offensichtlich ist, dass da jahrzehntelang Leuchtturmpolitik gemacht wurde. Eine Bestandsaufnahme von 2013 scheint die aktuellste zu sein, zeigt, wie sich die soziokulturellen Zentren im sächsischen Sozialraum verordnen. Ganz kurz, also im ländlichen Raum gibt es 22 Zentren, in den urbanen Räumen 26 Zentren. Allerdings muss man sagen, in den ländlichen Räumen leben eben mehr als doppelt so viel Menschen, so, also das zeigt so ein bisschen das Ungleichgewicht. Ein historischer Grund, dass es in manchen Regionen wirklich eine Kulturbrache ist, anders kann ich das nicht beschreiben, liegt sicherlich in der Wende. Es gab zahlreiche Kulturhäuser in der ehemaligen DDR, wissen bestimmt viele. Sie nannten sich Häuser für alle. Jede Kleinstadt hatte eins. Die Betriebe mussten sogar einen bestimmten Prozentsatz ihres Umsatzes für Kultur ausgeben. Also Tanz, Geselligkeit, Konzerte standen da so im Vordergrund und die meisten haben von diesen Kulturhäusern haben die Wende nicht überlebt. Also und die Kulturhäuser, die Transformationsprozesse überlebt haben, sind auch mäßig erfolgreich, würde ich sagen. Jetzt würde ich die ein paar Bilder zeigen. Dieses Projekt X-Dörfer hatte einen Vorlauf, durch den die Idee überhaupt erst entstanden ist. Kleiner Moment. Und zwar war das 2013 im Rahmen der Doppelpassförderung der Kulturstiftung haben wir gemeinsam mit Theater Aspik, also die Bürgerbühne des Staatsschauspiels, gemeinsam mit Theater Aspik und einer Gemeinde Reinhardsdorf-Schöner in der Sächsischen Schweiz ein Landschaftstheater gemacht mit 40 Bewohnern des Ortes. Und das haben wir 2 Jahre hintereinander gemacht. Und das eigentlich Erfolgreiche dieses Projekt ist, dass die danach so angefixt waren von dem Projekt, dass sie dann einen Verein gegründet haben und die Sandsteinspiele e.V. Und ich, also wir saßen da im Garten, haben einen Antrag gemeinsam geschrieben und sie haben sich bei der Kulturstiftung Sachsen und bei anderen Fördergeldern beworben. Und seitdem wuppen sie dieses Landschaftstheaterprojekt ehrenamtlich. Und daraus ist dann die Idee entstanden im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung. Ach, sowas könnte man doch eigentlich in größeren Stil machen. Die Idee ist, man geht raus, sucht Kulturpartner, entwickelt gemeinsam ein Projekt, was könnte dieser Ort gebrauchen, was gibt es bereits, was fehlt. Und Ziel ist eben dann nachhaltige Impulse für Kulturprojekte, Kultur des Miteinanders, haben wir es hier genannt, anzustoßen. Und das Ganze richtet sich an kleine, mittelgroße Gemeinden, Umkreis von 60 Kilometern rund um Dresden, damit wir auch noch irgendwie hin können. Für Gemeinden bis zu 40.000 Einwohner. Die Idee ist eigentlich, das Ganze so unbürokratisch wie möglich zu machen. Sie sehen, meine Folien sind super schlecht. Frau Scholl, wir sehen die Folien gar nicht. Sie sehen die Folien gar nicht. Ach, dann, gut, ja, ich wir müssen nochmal versuchen. Ich dachte gerade. So schlecht sind die Folien dann auch nicht. Wann kommt es? Genau, jetzt. Genau, jetzt geht's los. Ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz. Genau, hier zwei. Hier, das sind die Projekte des Landschaftstheaters in Reinhardsdorf-Schön am Rahmen des Doppelpassprojektes. Das ist der Verein Sandsteinspiele e.V., der sich dann daraufhin gegründet hat. Und jetzt eben X-Dörfer. Genau, jetzt lass Sie da noch einen Blick drauf werfen. Genau, so unbürokratisch wie möglich wollen wir das machen. Es gibt auch keine Jury. Es gibt, wir kontaktieren Ortschaftsräte, Einzelpersonen. Wir schreiben ab und zu aus. Mal meldet sich jemand, mal hat jemand was gehört. Und wir gehen und führen erstmal Gespräche. Einfach mal so ein paar unterschiedliche Fotos. Was gibt es? Was sind das für Räume? Das ist ein Ortschaftsrat hier. Was einfach mal kennenlernen. Was für Strukturen gibt es? Was fehlt?
Was sind die Wünsche, was sind die Ideen? Und so sind wir durch die Region gegangen, meine Kollegin und ich. Also wir haben jetzt keine großen Stellen, sondern kleine Verträge. Manchmal findet man Räume, die belebt werden wollen. Manchmal nur eine Person, die gerne den Ort, den sie betreiben, beleben würden. Oft ungeheizte Räume. Genau. Und am schwierigsten ist es, die Jugendlichen zu treffen. Das haben wir eigentlich noch gar nicht geschafft. Jetzt, was ist entstanden? Hier zum Beispiel im Epilepsiezentrum Kleinbacher hat sich ein Gespräch ergeben. Aha, die würden sich einen inklusiven Theaterclub dort wünschen, kennen aber niemanden, der sowas leiten kann, sind auch selber eben in dieser Blase von Menschen mit Behinderung etwas gefangen, wünschen sich eigentlich Partner aus der Umgebung. Und diese, das haben dann wir eben geleistet, in den Orten drumherum Kontakte geknüpft, Leute geworben, zu einem Austauschtreffen geladen, auch einen Leiter gesucht, der das Ganze leitet. Und wir haben eben auch einen Fördertopf, aus dem wir dann das erste Jahr finanzieren können. Es hat sich also hier ein inklusiver Club gebildet und wir hoffen, dass er danach weiterläuft. Weiter hier in Nossen haben sich sind so kleine Workshop-Gruppen, bis so ein Treffen stattfindet, ist viel Zeit vergangen. Wir kennen ja niemanden, wen kontaktieren wir, wen rufen wir an, wen laden wir ein, wer hat überhaupt Interesse. Also so ein Treffen ist dann schon ein riesiger Erfolg. Und der Wunsch hat sich herausgebildet, ein Theaterprojekt in der Stadt zu machen, im öffentlichen Stadtraum. Wir haben also das ist ein weiteres Vernetzungstreffen dann in Nossen, haben wir uns mit Lieder zusammengeschlossen. Und dann entsteht hier eine Werbung, das ist der Bürgermeister da rechts im Eck mit dem Blaumann. Und wir haben ein Regie-Team engagiert und wir mittlerweile sind es 40 Leute, die mitspielen wollen. Auch das war sehr schwierig, die Leute wirklich zu finden. Und das ist jetzt der erste Musiktheater-Workshop, auch das eben der gleiche Auftakt-Workshop sozusagen. Und im Sommer 2023 wird es dort also ein Theaterprojekt in Nossen geben. Genau, hier rechts im Bild das Regie-Team auch schon. Genau. Manchmal sind es ganz kleine, unspektakuläre Dinge. Es will sich ein Chor gründen, haben wir herausgefunden. Also finanzieren wir den Chor einfach mal am Anfang und dann setzen wir uns im zweiten Schritt mit den Leuten hin und schreiben mal den ersten Förderantrag, sodass dann das auch funktioniert, wenn wir weg sind. Also ein interdisziplinäres Projekt, es geht nicht nur im Theater. Hier in einem ehemaligen Kulturhaus, von denen ich vorhin gesprochen habe, haben wir ein interkulturelles Kulturcafé gegründet. Es findet jeden Dienstag statt in Freital. Ich denke, da ist was Interkulturelles ganz wichtig, ein interkulturelles Moment gibt es dort eigentlich noch gar nicht. Und hier erste Eindrücke, das ist das Eröffnungsfest hier. Und auch da ist mittlerweile das Kulturhaus gemeinsam mit der Leiterin dieses Kulturcafés am Antrag schreiben für das nächste Jahr. Hier in Pirna war es ein einzelner Mensch, der gerne schreibt, der gedacht hat, man könnte doch in Pirna noch mehr schreiben. Und hat Leute zusammen getrommelt, Einzelpersonen, aber auch vom Stadtmarketing oder von der Bibliothek. Und wir haben uns getroffen und die Idee ist entstanden, ein Schreibfestival in Pirna zu machen. Pirna schreibt. Und wir waren mit unserer Expertise, mit unserem, sage ich mal, Kulturmanagement-Wissen und wie organisiert man ein Festival im ersten Jahr voll dabei. Sind zwei verlängerte Wochenenden entstanden in diesem Pirna Schreibfestival, wo wir sächsische AutorInnen eingeladen haben und 70 BürgerInnen aus Pirna
haben zwei verlängerte Wochenenden geschrieben. Und am Ende gab es, also das sind die Schreibworkshops an 8 verschiedenen Orten in der Stadt, auch unterschiedliche Formate. Und am Ende gab es einen Leseparcours durch die Pirnaer Innenstadt. Und auch da hat sich jetzt eine Gruppe von 15 Ehrenamtlichen gegründet, die gerade das neue Konzept fürs nächste Jahr vorbereiten. Und wir sind raus, aber wir helfen Ihnen jetzt bei der Antragstellung fürs nächste Jahr. Das sind Bilder von dem Leseparcours, vom Festival dann quasi nochmal. Das sind die Ehrenamtlichen, die Blumen am Schluss bekommen haben. Das ist zum Beispiel ein Projekt, was gescheitert ist. Es war schon fast, wir hatten schon viele Interessierte, die eigentlich spielen wollten. Und dann ein Theaterprojekt auf dem Schloss Kuckuckstein. Und dann kurz bevor es eigentlich losgehen konnte, wir hatten auch schon das Regie-Team, sagen dann der Verein, ach, sie haben jetzt doch schon zu viele Projekte, vielleicht nächstes Jahr, aber nächstes Jahr wissen wir gar nicht, ob es bei uns noch klappt. Also es ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn Ehrenamt und Professionelle gemeinsam arbeiten und wie kommt man überhaupt zu einem Vertrag, wie kommt man überhaupt miteinander, wie ernst ist das gemeint, man kennt sich noch nicht, welche Erwartungen hat man jeweils. Auch das ist ein Aufruf in Dippoldiswalde, wo wir ein Herbstcamp mit Jugendlichen machen wollten, da hatten wir einfach nur eine Ausschreibung, also den Flyer habe ich zu Hause mal schnell eben zusammengeschustert, auch um unbürokratisch schnell was hinzukriegen, aber hat sich gar niemand gemeldet. Auch das sind gescheiterte Versuche, auch ein gescheiterter Versuch von einem Dorfkino. Da hatte eine Person eine Idee, aber ohne dass man wirklich Leute trifft, anruft, anschreibt, wieder trifft, entsteht da einfach nur, indem man einen Flyer irgendwie ins Ortschaftsblatt oder in die sozialen Medien stellt, passiert da erstmal gar nichts. Die Herausforderung, die erste, wie finden wir Mitwirkende oder Interessierte überhaupt, ist die allergrößte Herausforderung. Dann gibt es natürlich Vorbehalte gegen uns als Leute von außen. Ich habe das jetzt sehr leger formuliert, aber das ist auch meine erste Auswertung, weil wir eigentlich nur am Machen sind. Dann ist eine Herausforderung die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Profis. Ich arbeite eigentlich im professionellen Kontext und es ist schon eine Herausforderung, wenn man dann plötzlich mit einem Handkästchen jemand erklären muss, wo man Wechselgeld holt oder so. Also das sind einfach wirklich unterschiedliche Ebenen und das muss man auch wollen. Dann ist es auch eine Herausforderung, ins Staatsschauspiel hinein zu vermitteln, dass man Verträge schließt mit Vereinen und in diesen Verträgen sind eben sehr viele Unbekannte, sehr viele Dinge, die man dem Partner auch so gar nicht zumuten kann. Das ist immer ein schwieriger Aushandlungsprozess. Frage auch, wer definiert den künstlerischen Anspruch? Was ist das für ein Aushandlungsprozess? Schwierig auch, KünstlerInnen von außen überhaupt für die Dörfer, für die Orte oder Kleinstädte zu gewinnen, weil auch da, das ist nicht jedermanns Sache, auch da gab es schon Enttäuschungen, dass Leute eigentlich, sobald es ein besseres Projekt gibt, vielleicht woanders sind oder ein komfortableres Projekt, vielleicht genau dann natürlich eine große Herausforderung, wie entsteht wirklich Nachhaltigkeit, wie kann man dieses Projekt verstetigen, was natürlich kontraproduktiv ist, dass die Fördertöpfe in Sachsen, allen voran die Kulturstiftung Sachsen und auch der Kulturraum Meißen, was jetzt natürlich hauptsächlich Innovation und nicht so sehr Nachhaltigkeit fördert und da gibt es noch viel Gesprächsbedarf, aber wir haben ja erst ein Jahr gearbeitet und die nächsten 2 Jahre sind noch weiter bewilligt und danach wissen wir sicher mehr, wie nachhaltig das Ganze war. Soweit von meiner Seite.
Vielen lieben Dank, Frau Scholl. Es kamen jetzt auch schon ganz spezifische Nachfragen zu Ihren Projekten. Wir schauen das gleich noch mal ein bisschen genauer an. Also vielleicht können Sie da auch noch mal kurz was sagen, Vorlaufzeiten und wie jetzt sich genau die Finanzierung für Ihre Arbeit zusammensetzt. Wir nehmen das gleich mal mit. Da wollte nämlich Frau Skottner vom Kulturamt der Stadt Rosenheim das noch mal genauer wissen. Aber wir sind jetzt einmal durch die Inputs gegangen und haben wirklich ganz spannende Einblicke in die Praxis gewonnen. Vielen Dank Ihnen allen für dieses Teilen auch der eigenen Erfahrungen und auch gerne, Frau Scholl, ich finde das ja gut, wenn man mal so sagt, so das hat nicht so gut funktioniert, da lernt man ja auch ganz, ganz viel daraus. Bevor wir jetzt aber auch nochmal gucken mit den Fragen, sehe, vielleicht ist auch im Chat was aufgelaufen, möchte ich Christine Wingert auch noch zu uns bitten, dass du mal mit Bild und Ton dich hier mit dazu schaltest. Denn das Spannende ist ja, dass du für eine Studie zur Kulturpolitik im ländlichen Raum auch verantwortlich zeichnest und dass diese Web-Talk-Reihe auch so ein bisschen in diesem Kontext zu sehen ist. Und ich greife da ganz kurz auch noch mal, bevor du vielleicht auch noch mal so sagst, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen zusammenbinden, auch aus deiner professionellen Sicht und als diejenige, die sich ja wirklich als Forscherin damit beschäftigt, was dir heute auch noch mal so aufgefallen ist. Nur will ich ganz kurz noch mitnehmen, dass Frau Reuter auch noch mal so in die Richtung fragt, Kultur im ländlichen Raum, also das müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen spezifizieren, was genau die Frage ist. Die Zielsetzung, sie fragt nach der Zielsetzung, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie den Web-Talk meint oder überhaupt, wie Kultur im ländlichen Raum, mit welchen Zielen die verbunden wird, dass man einerseits die eigene Kultur eben vor Ort, regionale Museen bedenkt und das andere ist eben die Partizipation an höherer Kultur in Anführungsstrichen. Das nehmen wir vielleicht gleich auch nochmal als Anlass für die Diskussion und fragen vielleicht auch nochmal genauer nach. Aber Christine, sag du gerne auch nochmal aus deiner Sicht, du hast ja den letzten Web-Talk, beim ersten konntest du nicht dabei sein, wo du eigentlich auch einen Input gegeben hast, dass du vielleicht jetzt nochmal kurz den Stab übernimmst und uns... Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Ich will das auch gar nicht lang machen, wie du gesagt hast, liebe Anke. Tatsächlich ist die Studie ja fokussiert auf Kulturpolitik für ländliche Räume. Kulturpolitik und Kulturförderung für ländliche Räume haben wir es genannt, weil sie einen Blick auf die Länder Kulturpolitiken wirft. Und in diesem Kontext finde ich den heutigen Talk auch sehr, sehr spannend. Und da wäre ein Punkt, den ich so herausgreifen würde, gerade bei den beiden Vorträgen von Guido Fröse und Kenneth Anders, wie es so gelingt, die Kommunen und die Kreise mit ins Boot zu holen. Weil das ist etwas, was tatsächlich auch im Laufe dieser Forschung, die wir betreiben, so aufploppt als ein ganz wesentliches Thema Kulturpolitik. In ländlichen Räumen wird von den Kommunen und den Landkreisen, vor allen Dingen den Kommunen gemacht, muss von denen gewollt und getragen und finanziert werden. Und gerade in ländlichen Räumen, die sehr dünn besiedelt sind, vielleicht auch nicht so die Wirtschaftskraft haben, ist das eine sehr große Herausforderung, die Menschen in der Kulturpolitik und für die Kulturpolitik zu gewinnen und die Kommunen zu gewinnen. Und gerade bei Ihren beiden Vorträgen schien mir das jetzt so auf, wie toll es gelungen ist, von einer Bundesförderung in der Vernetzung mit Landes- und Stiftungsgeldern dann eben auch die Kommunen mit reinzuholen. Also da wäre ich einfach auch neugierig, ob es da auch irgendwie vielleicht gewisse Gelingens- oder sagen wir mal Erfolgsfaktoren gibt, wie man das so hinbekommen kann. Bei dem Vortrag von Miriam Scholl ist mir auch nochmal aufgefallen, eben dieser Ansatz der aufsuchenden Kulturarbeit, der ist sehr, sehr aufwendig, auch der will finanziert werden. Da habe ich auch ein bisschen rausgehört, da ist eine Menge Selbstausbeutung dabei, wenn man es denn tut und sich dieser Aufgabe verschrieben hat. Das finde ich auch einen tollen Ansatz, der auch ein bisschen kontrastiert, ich will es gar nicht gegeneinander stellen, aber der ein bisschen kontrastiert mit dieser Technik oder der Logik der Ausschreibung. Ne? Also ich mache eine Ausschreibung und warte darauf, dass sich jemand bewirbt. Und da
Wenn man so etwas macht, geht man davon aus, dass man Akteure hat, die da auch in der Lage sind, sich zu bewerben, die sich trauen, die das artikulieren und so weiter. Also insofern ist das einfach ein völlig anderer Ansatz, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Und vielleicht der dritte Punkt, den ich noch kurz sagen möchte, was mir an allen drei Inputs aufgefallen hat und ich auch finde es sehr, sehr spannend, eben diese unterschiedlichen Akteure sozusagen oder nein, anders, ein Konzept von Ländlichkeit scheint da auf, das eben sich nicht ausschließlich auf kleine Dörfer bezieht. Das habe ich bei allen dreien rausgehört. Wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so stimmt, dann finde ich das auch spannend, da vielleicht ein bisschen mehr zuzuhören. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie oder habt ihr auch berichtet von sowohl von Städten, Kleinstädten in ländlichen Räumen, als auch eben von sehr kleinen Dörfern, die einbezogen werden, die erreicht werden. Und gerade diese Spannweite finde ich auch sehr interessant, sich eben auch bewusst zu werden. Im ländlichen Raum haben wir es eben nicht nur mit sehr kleinen Dörfern zu tun, sondern eben auch mit kleinen Städten, die durchaus ländlich sind, aber vielleicht auch urbane Elemente haben, vielleicht auch die einzelne Kultureinrichtungen haben, die sich beteiligen können. Insofern ist das eben auch ein sehr disparates Feld, was wir unter dem Label Ländlichkeit zusammenbringen, auch mit diesen Netzwerken, die beschrieben wurden. Ja, soweit nur mal kurz. Ja, das hilft ja auch nochmal, eben die richtigen Perspektiven auch auf dieses Thema, wie du schon sagst, das ist so komplex und vielfältig, aber vielleicht will einer von Ihnen da direkt auch nochmal genau Herr Anders auf Christine Wings. Vielleicht ganz kurz zur ersten Frage der kommunalen Anerkennung oder Mitverantwortung für diese Kultur, wenn nicht sogar gänzlichen Verantwortungsübernahme. Ich würde sagen, wir haben es vielleicht mit drei Phasen zu tun, in denen sich kulturpolitisches Verständnis und kulturpolitischer Rückhalt über die Kommunen herstellen lässt. Die erste Phase würde ich nennen, die kulturpolitische Vermittlung eines entsprechenden Anliegens anderer Formen von Kulturarbeit. Da ist es tatsächlich so, dass wir sehr viel Unterstützung hatten in der Vertikale, also von der Kulturstiftung des Bundes ja nicht nur die Mittel, sondern auch zum Beispiel von der künstlerischen Direktorin damals ein ganz starkes persönliches Engagement, das auch übrigens die Kulturministerin von Brandenburg auch letztlich mitgetragen hat. Das heißt, wir hatten Landes- und Bundesakteure, die bei uns vor Ort dafür geworben haben, diesen Weg zu gehen. Die haben Mittel gegeben, aber sie haben auch selber sich dafür eingesetzt und das war in dieser Zeit auch erforderlich. Wir haben also einmal eine horizontale Kommunikation in der Region, aber auch eine vertikale. Das heißt, wir hatten immer Ansprechpartner auf anderen landes- oder bundespolitischen Ebenen. Die zweite Phase ist schon mal gut, wenn man die erreicht, wenn man irgendwann den Punkt gefunden hat, an dem in der Kommunalpolitik auch darüber gesprochen wird, ob denn nicht nur das Anliegen sinnvoll ist, sondern auch das Ergebnis eine bestimmte Qualität hat. Also dass darüber auch gesprochen wird, dass man sagt, ah, die machen das gut. Also dass überhaupt unterschieden wird zwischen, naja, Gelingen und Misslingen. Also dass nicht mehr nur die Intention quasi kulturpolitisch verhandelt wird, sondern auch die Qualität ihrer Einlösungen. Und dann hat man vielleicht drittens noch, und das braucht dann die längste Zeit, so etwas wie eine gewisse Wirkungserfahrung. Das ist aber das, wofür man die meisten Jahre braucht, nicht? Dass das in der Kommunalpolitik vielleicht noch reflektiert wird, okay, da gehen vielleicht wirklich Impulse für die Regionalentwicklung oder für unsere Räume davon aus. Und damit bin ich vielleicht noch bei der zweiten Frage. Die dörfliche oder ländliche Perspektive ist für uns schon in unserem Falle ganz zentral. Gerade bei dem Kulturerbe kann man das ja auch sehen, dass es in erster Linie eine dörfliche Initiative war. Und dass die Dörfer die Städte quasi nachher gebeten haben und aufgefordert haben, in diese Bewegung mit einzutreten. Und das ist für Landschaften meines Erachtens deshalb wichtig, weil alle Landschaften in Mitteleuropa unter Suburbanisierungsdruck stehen. Das heißt, alle drohen mehr oder weniger zu Funktionsräumen großgesellschaftlicher Metabolismen zu werden durch die Energiewende oder die Veränderungen in der Landwirtschaft. Ist quasi die Eigenständigkeit des ländlichen Siedlungsraumes, der seine eigenen Perspektiven auf die Welt setzen kann, ein ganz, ganz zentrales Thema. Und das spielt auch in unseren Kulturprojekten auf jeden Fall eine ganz große Rolle.
Und das würde ja auch, also jetzt an die Frage vielleicht anschließend, die Frau Reuter gestellt hat im F&A-Kasten, eben was ist die Zielsetzung? Es ist doch eher die regionale Kultur zu stärken und eben aus sozusagen von innen heraus etwas zu entwickeln, als zu sagen, wir bringen euch mal was da an höherer Kultur sozusagen. Das las ich jetzt aus all den Beispielen eher raus, dass eben von innen die Entwicklung und die Kultur vor Ort gestärkt wird mit den Angeboten bei allen Beispielen. Wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen zur Beantwortung der Frage von Frau Reuter beiträgt. Aber ich habe gesehen, Frau Scholl, Sie hatten eben auch noch kurz die Hand gezuckt, oder? Ja, aber ich wollte nur noch mal bestärken, was Frau Wingert meinte, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, keine Jury einzusetzen, weil tatsächlich an dem Punkt, wo sich ein Ort oder eine Gemeinschaft schon bewirbt, das finde ich es wirklich manchmal schwierig, dass dann die nicht vor Ort ist und das alles auch nicht kennt, dann auch in der Lage ist, einfach zu sagen, nein, dieses Projekt nicht. Und ich glaube, ich habe einer Bewerbungsphase auch nicht viel zugetraut, weil in die Orte, in die ich komme, da gibt es erstmal auch gar kein Bedürfnis, sondern dieses Bedürfnis entsteht tatsächlich erst im Laufe der Gespräche. Ja, soweit. Ja, also das hatte ja auch Herr Fröse, glaube ich, deutlich gemacht in seinem Beispiel, dass wie wichtig, Sie haben gesagt, ne, es fängt bei einer Tasse Kaffee an, wie wichtig diese Gespräche auch sind. Und vielleicht wollten Sie jetzt auch noch mal darauf, Also, weil ja jetzt diese Co-Kreation so stark im Vordergrund steht, auch wir machen das ja so, dass wir im gemeinsamen Gespräch entwickeln, was soll für ein Format entstehen und dass wir nicht kommen und sagen, wir bringen euch was Tolles mit. Das ist wichtig, aber bei dem Projekt in Reinhardsdorf-Schöner hatte ich viele Jahre ein schlechtes Gewissen, dass wir so von oben kamen und so ein Projekt mitgebracht haben und wir hatten schon eine Idee für ein Stück und hatten schon Bühnenbilder und alles Mögliche. Aber heute melden die uns zurück, dass sie das genau richtig fanden, dass wir so kamen, weil sie haben gesagt, sonst wären sie auf einem ganz anderen Niveau gestartet. Und tatsächlich ist das ein Ausbalancieren, weil in ganz viele Orte, in die ich gehe, ist einfach die erste Idee, wir machen Märchen oder wir machen die Sagen unseres Ortes. Und ich denke, das ist wirklich auch ein Austarieren, dass man durchaus auch Impulse setzen darf, auch als Kulturschaffende. Und dass dieser Aushandlungsprozess auch für den Künstler, für die Künstlerin interessant sein muss, dass da Projekte entstehen, wo ich auch sage, nee, also den Heimatturm, den renovieren wir jetzt nicht. Ja. Herr Fröse, vielleicht auch noch mal aufgreifend. Ja. Das, was Frau Wingert gesagt hat. Genau, vielleicht also zu dem, was Christine Wingert gesagt hat, das ist natürlich ein Prozess, den hat Herr Dr. Anders ja gut beschrieben mit den unterschiedlichen Phasen. Das ist vertrauensbildend. Und natürlich hilft das, wenn eine Kulturstiftung des Bundes kommt und deutlich mehr Geld anbietet, als die Kommunen das hier können. Aber das ist schon mal ein Einstieg. Ich finde es trotzdem in diesem Fall auch mutig der Kommunen und des Kreises, die, ich sag mal, für so ein Projekt so viel Geld in die Hand genommen haben, wie sie es eigentlich vorher nicht getan haben. Und das bedarf schon eine ganze Menge Vertrauen auch in die Kulturinstitutionen und in die Kultur in der Region. Insbesondere aber auch als nicht lapular, sondern eben als Institutionen, die auch einen Beitrag leisten können für so eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir haben. Und das ist vielleicht bei uns ein bisschen der Unterschied. Wir gehen ja nicht in die Dörfer, um denen jetzt Kunst und Kultur zu bringen. Wer sind wir, dass wir das tun? Darum geht es überhaupt nicht in dem Projekt. Es gibt ganz viel Kultur im ländlichen Raum. Die brauchen uns nicht. Für Kunst und Kultur brauchen die uns nicht.
Aber wir kommen da rein mit dem Verständnis oder mit der Idee davon, dass man mit Kunst und Kultur und künstlerischen Interventionen andere Herausforderungen, die zunächst mal mit dem Kulturleben der Stadt in erster Linie nichts zu tun haben, aber trotzdem lösen kann, es mindestens thematisieren kann und dann dafür auch anderweitige Lösungen findet. Da geht es zum Beispiel um eine Kanalfähre. Also man weiß, man eine zweite Kanalfähre braucht. Wer kommt auf die Idee, dass man mit Kunst oder Kultur das thematisieren kann? Und das haben wir geschafft in dem Projekt. Und so hat das noch eine ganz andere Wirkung, als wir feiern jetzt oder machen Kulturveranstaltungen in Dörfern. Das ist nicht das Ziel. Ich will noch mal den Nachsatz von Frau Reuter, das zahlt jetzt alles auf die Beantwortung dieser Frage. Ne? Bringen wir was hin oder was wirken wir in der Region oder im ländlichen Raum? Aber auch die Frage noch mal nach Fördermöglichkeiten für Schulen oder Kooperationsmöglichkeiten. Herr Fröse, Sie haben, glaube ich, da gesagt, dieses Zusammentun von mehreren Institutionen. Vielleicht gibt es da auch so noch mal eine Definition, wo Schule da in welchem Zusammenhang wie angehängt Ja, ist. Das kann ich gerne ergänzen. Es ist ja so, dass ich vorhin schon geschildert habe, wie so ein Programm auch Einfluss hat, plötzlich auf andere Programme, die entstehen. Und das hat zum Beispiel sehr starken Einfluss auf die programmatische Entwicklung der Kulturstiftung vom Kreis Rendsburg-Eckernförde, die jetzt explizit darauf Bezug nehmen, also die eine Mikroprojektförderung starten. Es gibt hier in Schleswig-Holstein seit ein paar Jahren das Programm Schule trifft Kultur, Kultur trifft Schule, ausgehend von der Mercator-Stiftung, aber fortgesetzt hier im Land Schleswig-Holstein. Und das hat bei uns einen ganz starken Schwerpunkt. Und diese Schülerinnenprojekte können integriert werden und finden einen größeren Kontext bei dem, was da getan wird. Und das finde ich ganz beachtlich. Ich meine, unser zuständiger Referatsleiter, der ist auch hier mit dem Publikum, Herr Salomon Menger aus dem Kulturministerium. War ja letztes Mal auch dabei. Genau, die diese Prozesse eben begleiten. Und der Kulturdialog des Landes, der jetzt sich explizit mit den Kommunen und den Kreisen auseinandersetzt, der trägt eine ganze Menge dazu bei, auch die Bedeutung der Kommunen in diesem Kontext nochmal zu thematisieren und zu ermutigen. Und der Kulturpakt, der hier in Schleswig-Holstein zwischen dem Land und den Kommunen getroffen worden ist, bis für 2030, der hilft uns auf diesem Weg. Und ich bin ganz erstaunt. Ich habe ja 15 Jahre regionale Kulturförderung im Münsterland gemacht, das ja auch eine sehr dynamische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen genommen hat. Und ich bin ganz erstaunt, dass es auch in eher ländlich geprägten Strukturen so gut funktioniert, wo ich sage mal, die Kulturausschüsse jetzt nicht keine Fachausschüsse sind in der Regel, sondern das ist ein Sammelsurium aus allem Möglichen, was da stattfindet. Aber das zeigt eben auch, das verortet Kultur noch ganz anders in anderen Kontexten. Dann ist Schule mit dabei, dann Sport mit dabei, manchmal Soziales, manchmal Gesundheit. Und so findet sich aus ganz vielen, in ganz vielen Bereichen eben ein Anknüpfungspunkt für Kultur. Ich greife auch nochmal direkt was auf, was an Frau Scholl nochmal aus dem F&A-Kasten geht, nämlich die Frage, wie die Erfahrungen in der interkulturellen Kulturarbeit im ländlichen Raum sind. Frau Yi nimmt da ganz besonders Bezug auf die mehrsprachigen Flyer, die sie gezeigt haben. Und vielleicht auch nochmal die Frage von Frau Skottner aufgreifend, nochmal sozusagen die Bestätigung der Tatsache, dass sie eben auch Hilfe bei der Drittmittelakquise sozusagen, da fragte sie nämlich auch nochmal ganz speziell danach, ob das tatsächlich so ist, dass sie da eben diese Unterstützung bei den Förderanträgen leisten und nochmal vielleicht einen Satz genau, wie ihre Arbeit da auch finanziert wird, ob das eben über das Staatstheater auch da und andere Projekte. Ja. Also wahrscheinlich ist dieses Projekt X-Dörfer kein Modell, was man jetzt so direkt an einen anderen Ort übertragen kann. Das ist tatsächlich entstanden in dieser Bewerbung der Kulturhauptstadt und das Ministerium fand die Idee gut und ich habe jetzt so einen Honorarvertrag am Staatsschauspiel Dresden, weil es eben institutionell angebunden werden musste, sonst geht das ja juristisch gar nicht. Und ich habe eine weitere Kollegin, die eine halbe Stelle am Staatsschauspiel hat. Und soweit zur Struktur.
Das sind Haushaltsgelder, die in den Doppelhaushalten dann jeweils neu bewilligt werden oder nicht. Und in das interkulturelle Kulturcafé, das ist in Freital, das ist also eine Kleinstadt, also und knapp 40.000 Einwohner, also gar nicht so klein, aber vielleicht ist Ihnen ja auch Freital ein Begriff, also das Interkulturelle ist da nicht gut ausgeprägt und es gibt wirklich da keine Angebote, also eine arabische, persische, afghanische Community hat da sehr wenig oder eigentlich gar keine Angebote, außer einer Integrationsbeauftragten. Und wir haben uns dann eben zusammengeschlossen mit diesem Kulturhaus, der Integrationsbeauftragten, dann noch eine soziale Familienzentrum und haben wirklich mit einzelnen Leuten aus den jeweiligen Communities Kaffee getrunken, um sie gewonnen für dieses wöchentliche Kulturcafé. Und das ist, ja, also manchmal läuft es, manchmal ist es schwierig. Das ist auch, man kann da nicht einfach einen Flyer machen und dann kommen die Leute. Es ist wirklich, wie Sie sagen, Frau Wingert, aufsuchend, aufsuchend, aufsuchend. Und es langt nicht mal einmal aufzusuchen, sondern es, wenn man das wöchentlich macht, ist es eigentlich ein kontinuierliches Aufsuchen. Und wir haben da auch eine Honorarkraft als Leiterin in dieses Kulturcafé implantiert. Was war noch eine dritte Frage? Finanzen, Interkultur? Das war schon mal sehr, sehr gut eben durchgeführt durch diese einzelnen ja, auch Teile, ne, die man dann zusammenfügen muss. Es ist wahrscheinlich auch so das Bedürfnis zu sagen, ach Mensch, auf Knopfdruck und dann funktioniert das. Also, das geht wahrscheinlich nicht so. Ne? Das Projekt lässt sich schwer beschreiben, weil jedes einzelne Projekt anders funktioniert. Und manchmal braucht es eine organisatorische Expertise, manchmal braucht es eine künstlerische Expertise, manchmal beides. Manchmal braucht es viel Geld, manchmal braucht es wenig Geld, um das erste Projekt in Gange zu setzen. Bei manchmal bin ich bei jedem Orga-Treffen dabei, versuche irgendwie diese fünf Laien zu anzulernen quasi. Und manchmal läuft es ganz von selbst und es braucht fast nichts. Weil es ein kleines Projekt ist oder die Leute schon mehr erfahren sind. Manchmal ist es eine Kooperation mit Privatleuten, manchmal ist es eine Kooperation mit einer Kulturinstitution. Ich glaube, der Reiz und das Tolle an diesem Projekt ist, dass es sehr, sehr offen und sehr, sehr flexibel ist und sehr wenig Maßgaben hat. Die Gelder dürften auch für Sachkosten verwendet werden, sie könnten komplett für Personalkosten, sie können vor Ort ausgegeben werden, sie können für Künstler ausgegeben, die von außerhalb kommen. Das hat diese Freiheit der Projektarbeit, wie das an einem Startschauspiel in der Projektarbeit eben auch ist. Man kann die Gelder frei ausgeben. Damit, und die Idee ist, dass die Leute im ersten Jahr mal diese ganzen bürokratischen Hürden, diesen ganzen Frust, der auch damit verbunden ist, oder diese Sorgen, die damit verbunden sind, nicht haben, sondern mit einem Erfolgserlebnis starten können und danach vielleicht auch diese Bürden, die es da gibt, in dieser mühseligen Förderlandschaft dann vielleicht auch auf sich nehmen. Und wir setzen uns dann tatsächlich hin und schreiben das gemeinsam. Ja. Also das habe ich ja aus allen Projekten so mitgenommen, dass diese Funktion auch, dass jemand wirklich sich auch kümmert und da diese Dinge auch ja einfach mit Manpower unterlegt, ne? Da zu sagen, wir unterstützen euch da. Ich will noch mal vielleicht eine Sache mit ins Feld führen. Ich weiß nicht, Christine, sonst kannst du auch gerne noch mal aus deiner Sicht, weil ne, dass diese Studie ist ja noch am Laufen, was da so auch noch an Perspektiven wichtig wäre. Aber Herr Anders, Sie hatten am Ende noch mal diese Aufteilung gezeigt, wie verschiedene Töpfe sozusagen da auch zusammenkommen. Und da ist ja auch ganz spannend eben zu sehen, dass Sie sich auch eben um eine private Fördermöglichkeiten da wirklich zu gucken, was kombiniert man wie miteinander. Und Sie haben wahrscheinlich da auch so
durchaus in den Kommunen was angestoßen, weil sie davon berichteten, dass da eben auch eine Wirkung zu sehen ist durch vielleicht anfänglich Erfolg über Trafo. Und vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen auch darstellen, was da wichtig ist, auch zu wissen. Grundsätzlich meine ich, obwohl mir und unserer Arbeit die Mittel, die nicht von den Kommunen kamen, so viel geholfen haben, würde ich doch stärker noch als am Beginn einschätzen, dass die Grundidee, dass die kulturellen Mittel von den Kommunen kommen müssen, eigentlich richtig ist. Also mir ist jeder kommunale Euro wichtiger und lieber als Mittel, die ich woanders her akquirieren kann, weil die direkte Rückkopplung mit der eigenen Region über diese Mittel möglich ist, weil der kulturpolitische Dialog über diese Mittel möglich ist und weil sich ein paar stabile Arbeitsbeziehungen darüber ausprägen können. Ob das, was wir da bisher haben, aufbauen können, von Dauer ist, können wir natürlich auch nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass wir den kulturpolitischen Dialog gerne geführt und gesucht haben. Und vielleicht nur ein Beispiel. Ich hatte ja gesagt, es gibt einen Pro-Kopf-Beitrag, der ist nicht hoch. Wir haben für dieses Projekt 20 Cent pro Einwohner mit den Kommunen vereinbart. Und der Vorteil aber von diesen relativ geringen Summen war, dass es Summen waren. Mithin mussten in den Gemeindevertretungen oder in den Stadtverordnetenversammlungen immer darüber auch Beschlüsse gefasst werden. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, in all diesen Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen vorzusprechen und die Beschlüsse zu begründen. Und deswegen war das am Anfang gar nicht so wichtig, dass das wenig Geld ist. Wichtig war aber, dass es Geld ist. Denn dadurch musste es einmal ernsthaft diskutiert werden. Und deswegen kann ich da nur dafür werben, auch mit so sehr geringen Groschen durchaus erstmal einzusteigen. Denn man bekommt dadurch auf einmal man wird zum Gegenstand kommunalpolitischen Denkens und Beschlussfassens. Und das war für uns eigentlich eine ganz gute Sache. Wir haben das über viele Jahre sind wir rumgetingelt und haben in allen Gemeindevertretungen vorgesprochen. Und das hat am Ende den Gesprächs- und Kommunikationsradius sehr erhöht. Also das wissen jetzt also alle, in diesem sind, glaube ich, 16 Kommunen oder sogar etwas mehr. Die haben alle darüber gesprochen, haben sich alle damit befasst. Und wenn wir mal mehr brauchen, dann wissen die zumindest, wovon hier die Rede ist. Das ist aber ein sehr cooler strategischer Move, den Sie da jetzt auch nochmal ins Feld führen. Und das passt dazu, dass zwar eher eine Bemerkung und fast schon eine Private Message, die ich hier aus dem F&A-Kasten von Narzis Göbel mal rausgreife, wo es nämlich darum geht, brachliegende kulturfachliche und kulturpolitische Kompetenz wird hier erwähnt, in den kleineren Kommunen vor allem. Hier bedarf es meines Erachtens einer grundlegenden Qualifizierung und Animation oder vielleicht eher Motivation. Also das ist genau das, ja, was ja öfter mal auch ins Feld geführt wird. Da ist eben, keiner setzt sich mit Kultur wirklich auseinander. Das ist in dem Blickfeld nicht. Und durch so eine Sache zu sagen, so, da haben wir es jetzt in dem Blickfeld geräumt und auf diese Art und Weise, kann man wahrscheinlich auch ein bisschen Fortbildung in diesem Bereich betreiben oder das motivieren, ne? Ich schaue noch mal gerade, ob es jetzt noch etwas gibt, was hier aus dem Publikum sozusagen an uns herangetragen wurde. Christine, hast du noch etwas, was du jetzt vielleicht abschließend zu der Reihe, weil wir bewegen uns nämlich jetzt dann auf das Ende dieser Kultur im ländlichen Raum Web-Talk-Reihe zu. Und das wäre ganz schön, wenn wir nochmal am Ende drauf blicken. Ja, gerne. Also ich würde gerne drei Punkte oder vielleicht sind es vier aus den anderen Web-Talks einmal noch erwähnen, weil die wirklich sehr schön auch zu dem Gespräch heute passen. Und zwar haben da ja vom Land NRW, auch Schleswig-Holstein und dann Brandenburg, die
betreffenden Verantwortlichen aus den Kulturministerien ihre Strategien erwähnt. Und da sind mir besonders im Gedächtnis quasi, oder was mir besonders da aufgefallen ist, das ist eben einmal die Überlegung innerhalb der Länderministerien. Also da wollte ich einfach nur nochmal anknüpfen, dass die Dinge, die jetzt eben auch aus der kulturellen Praxis heraus formuliert werden, auch über die Arbeit in den Regionen, glaube ich, auf offene Ohren treffen. Also da ist auch ein bisschen die Frage, wie man diese Dinge nochmal stärker zusammenbringen kann, eben die Erfahrung, die Praxiserfahrung. Nämlich einmal längerfristige Kulturförderung, dadurch, dass die Förderprogramme lange Laufzeiten haben. Das hat TRAPO geboten, andere Förderungen im Land NRW dann zum Beispiel auch. Also dass man nicht kurzfristige Projekte fördert, sondern eben eher drei oder vielleicht sogar sechsjährige Förderungen ausspricht. Das andere und dafür eben auch eine große Fürsprache aus den Landesministerien. Das nächste war einmal, das ist ja gar nicht so neu, schon aus den 90er Jahren, Guido Fröser hat eben das Programm Regionale Kulturpolitik in NRW erwähnt, nämlich regionale Netzwerkstrukturen. Das ist so ein Grundmuster, was sich einfach so durch die gesamte Diskussion, wenn man über Kulturpolitik in ländlichen Räumen spricht, hindurchzieht. Und dafür auch eben bei den Landesministerien meines Erachtens auf offene Ohren trifft und auch schon einige Erfahrungen. Das nächste ist das bürgerschaftliche Engagement. Das ist etwas, was eben stark anknüpft auch an alle Projekte, aber eben auch, was Miriam Scholl auch berichtet hat, Menschen, die aktiv werden möchten, auch mal von der Bürokratie zu entlasten für eine ganze Zeit. Auch das ist durchaus in den Länderministerien angekommen, da eben zu schauen, dass es Förderinstrumente gibt, die Menschen, nämlich KulturmanagerInnen, professionelle ManagerInnen finanzieren, die diese Arbeit eine Zeit lang, du hast es so schön gesagt, Miriam, von den Schultern der Menschen nehmen, die da etwas auf die Beine stellen wollen. Also das wäre das Dritte. Und dann haben wir ja dieses Thema interkommunale Kooperation. Das hatte Frau Hankin bei der letzten Diskussion auch sehr stark gemacht, dass sich das Land NRW auf die Fahnen geschrieben hat, interkommunale Kooperationen zu stärken. Und das habe ich hier eben auch rausgehört, gerade bei dem Projektansatz von Kenneth Anders, aber auch wie eben in Schleswig-Holstein das TRAFO-Projekt genutzt wurde. Und wie man so etwas verstetigen kann, das, denke ich, sind prinzipiell die Herausforderungen in diesen tollen Projekten, die wir jetzt hier gehört haben. Und an diesem Strang ziehen nach meiner Wahrnehmung die Länderministerien eben auch. Dann zu dem Ausblick, Anke, da hattest du gerade nochmal, danke für das Stichwort gesagt. Wir haben in diesem Jahr, in diesem Herbst, Winter ja einen Schwerpunkt gelegt in unseren, einen Schwerpunkt unter anderem, aber einen thematischen Schwerpunkt gelegt auf Kulturpolitik in ländlichen Räumen mit öffentlichen Formaten der Kulturpolitischen Akademie. Das war einmal die Sommerakademie im Herbst, im September in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist jetzt diese Web-Talk-Reihe. Und wir haben dann auch den Schwerpunkt der kulturpolitischen Mitteilungen, die erscheinen im Dezember, eben auf dieses Thema gelegt, um insgesamt inspiriert von der Studie, die wir jetzt im dritten Jahr weiterverfolgt haben, im nächsten Jahr abschließen wollen, zu Kulturpolitik und Kulturförderung in ländlichen Räumen, dann eben davon auch zu profitieren, ne? Also von den Projekten, die berichtet wurden, von den Strategien, die vorgestellt wurden, die auch als empirisches Material in die Studie mit einfließen zu können. Also dafür danke ich auch nochmal sehr herzlich für diese Beiträge. Das ist sehr interessant und auch sehr nützlich für uns. Ja, also wer sich da mit diesem Thema beschäftigen möchte, findet auf unserer Internetseite zu all diesen öffentlichen Formaten dann auch die Dokumentationen. Super, perfekt. Ich habe noch eine Frage, Frau Scholl. Gab es Widerstand in einzelnen Orten gegen Ihre Initiative? Das nehmen wir noch mal eben von Herrn Südow mit, diese Frage. Vielleicht können Sie da einfach nur sagen, die gab es und dann ja, gucken. Also in Reinhardsdorf-Schöner gab es bei der Wahl, die davor war, glaube ich, 24% NPD-Wähler, und natürlich gab es da im Gemeinderat Widerstände und Anfragen und
Man musste sich, also der Bürgermeister kam unter Beschuss. Und auch da ist das Schöne, dass mittlerweile nach 7 Jahren die Gemeinde, die Kommune mit einem kleinen Beitrag sich zu diesem Projekt bekennt. Und deswegen ist es eben auch symbolisch und nicht nur finanziell ein Commitment dann dieser Gemeinde, dass es akzeptiert ist und auch über die Parteien hinweg. Ansonsten gab es keinen offenen Widerstand. Wir hoffen, dass in Freital das interkulturelle Café eine Unterstützung erfährt. Und bisher kam da keine Offensive irgendwie gegen uns. Und da sind wir sehr froh drum. Und wir sind immer nie ganz sicher, ob das alles funktionieren wird. Und in Sachsen ist es nochmal ein bisschen speziell. Ja, aber was Sie jetzt eben erzählt haben, das ist eigentlich ein wunderbarer Blick auch nochmal auf das Ganze, weil wir haben ja gesagt, oder ich habe am Anfang das so anmoderiert, dass es auch um die Wirkung geht, ja, um die Wirkung, was bewirkt man, und da sind solche Dinge, glaube ich, auch extrem wichtig. Das heißt eben, Kunst und Kultur bewirkt auch, dass vielleicht bestimmte Entwicklungen in unserer Gesellschaft da auch ein Gegengewicht entsteht, wunderbare Aussagen. Sage jetzt auch noch mal zum Schluss, es gäbe viel, was wir in diesem Zusammenhang noch diskutieren könnten. Ich darf mich aber ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Scholl, bei Ihnen, Herr Fröse und Herr Anders, bedanken für die Einblicke in Ihre Arbeit. Und liebe Christine, wunderbar, dass du auch noch mal das, also ich finde spannend die Studie, die ihr macht, und dass du das alles auch noch mal mit deiner Expertise zusammengefasst hast. Da bleibt mir nämlich jetzt an dieser Stelle nur allen eine wunderbare Zeit, jetzt die kommenden Festtage, angenehme, wunderbare Feiern zu wünschen und einen guten Rutsch in das Jahr 2023, wo es auch mit den Web-Talks weitergeht. Ich darf jetzt schon mal ankündigen, dass wir im Februar wieder am Start sind und uns damit den Themen Kulturjournalismus und dann in einer weiteren Folge auch nochmal mit Ehrenamt auseinandersetzen. Und ich freue mich, wenn ich da viele von Ihnen wieder sehe. Machen Sie es gut und haben Sie ein wunderbares Jahresende und hoffentlich jetzt Ruhe und Entspannung in alle Richtungen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald.